Ja, wir haben die ganze Woche gut trainiert, waren top vorbereitet. Wir wussten, dass wir einen starken Gegner bekommen mit Nidschetten. Die Trainer haben uns gerade eben in der Kabine richtig gepusht. Wir hatten gestern noch eine Trainingseinheit, haben uns gut auf Nidschetten vorbereitet, haben anfangs mit Angriffspressing gespielt. Und ich fand, wir haben das auch gut gemacht. Die hatten Schwierigkeiten in der Verteidigung. Und ja, ich fand, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Ja, generell war das natürlich schon das Meisterschaftsspiel und wir haben uns auch mehr davon erwartet. Ist natürlich ärgerlich gelaufen jetzt mit der einen Entscheidung, die dann die komplette Saison auch entscheidet. Und ja, kann man nichts machen, muss man weiter nach vorne gucken. Ja, wir haben natürlich mit einem konterstarken Gegner gerechnet, ne? Vor allem aus dem Hinspiel hat die Erfahrung gezeigt, dass Nidschetten recht tief steht, dafür aber unglaublich schnelle Leute vorne im Sturm hat. Dementsprechend haben wir natürlich in der letzten Woche verstärkt auch das Defensivpressing nochmal trainiert, ja, und wollten uns natürlich aber trotz allem nicht hinten verstecken. Ist uns gelungen. Wir haben den Gegner von Anfang an unter Druck gesetzt. Und trotz der erneuten Fünferkette, wir haben leider immer das Pech, dass die Gegner neuerdings immer mit Fünfer- oder Sechserketten gegen uns spielen, haben uns trotzdem einige Male schon durchgespielt und haben uns dann ja mit 5 Toren am Ende belohnt.